Willkommen zurück zu Paper Mario The Origami King. Wir sind... Ich kann direkt nicht mehr reden. Wir befinden uns immer noch im Shogunland und müssen einige Sachen finden, um den richtigen Weg gehen zu können. Und ich... Oh, das war ein Versehen. Und ich denke mal, wir gehen jetzt mal nach links, denn hier waren wir noch nicht groß. Wir waren kurz... Oder ein bisschen Goomba. Was hat er vor? Bitte nicht. Zuhören. Macho schläft, sitzt fest. Macht Geräusch, wacht auf. Warte, was? Schläft, sitzt fest, macht Geräusch, wacht auf. Was mit dem Goomba jetzt hier oben? Okay. Da drin gibt's Action. Oder? Warte, müssen wir das Loch noch stopfen? Ich sollte das von unten machen. Kann ich nach oben? Ja, kann ich. Dann mal gucken, was oben abgeht. Ah, das war gemeint mit Geräusch. Ah. Guck mal. Oh, scheiße. Pü. Macho wach, geht jetzt. Immerhin können wir da jetzt durch. Wahrscheinlich müssen wir aber erstmal gegen diesen Koopa da fighten. Ah. Weniger schön. Was geht hier ab? Oh nein, 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 nein. Scharenschlacht auch noch. Tschüss. Okay, jetzt geht's los. Unsere Fans helfen uns. Kriegen 5 KP mehr. Ja. Könnte besser sein. Hey. Wie soll ich denn das schaffen? Hallo? Doch, so müsste das gehen, oder? Ah, guck mal. Der King. Wir kriegen sogar eine Pergamenton-Fähigkeit da. Der eine hat eine. Ich glaube, das war das. Ist das Erdpergamenton? Ja. Wir haben ja erst 2, deswegen ist das Ausschlussverfahren noch nicht so schwer. Ja, guck mal, jetzt ist es easy. Mario. Faltkreis aktiv. Olivia, verwandel dich. Das können wir kurz skippen. Das haben wir schon mal gesehen. Ah, es kommt gar keine Cutscene, lol. Und jetzt gibt es das Ultra-Erdbeben. Was kann das Wasserpergament dann schon wieder? Also wenn Olivia sich in das verwandelt, ist das dann einfach diese Wasserstöße, die das immer gemacht hat? Oder ist das was anderes? Ich glaube schon, dass es die Wasserstöße sind. Egal. Das war nicht schwer. Boah, wie viele Coins kriegen wir dafür? Tschüss. Nice, danke. Wir haben ein bisschen weniger Coins wieder, weil wir uns das Promi-Ticket kaufen mussten. Mario, du hast mich gerettet. Ich bin dir so dankbar. Dankeschön. Zählt das als geretteter Toad? Warte mal, hier ist... Ah, hier ist so ein Olli-Dings. Yo, Olli, was geht ab? Hä, hey, ist das ein Galgen? Bro! Oh, oh. Diese Falschschalken haben mich eingeschlossen, bloß weil ich hier irgendwelche arbeite. Im Dienstzimmer sind sogar noch mehr von uns. Kannst du da mal denn nach dem Rechten sehen? Das Dienstzimmer liegt ganz im Nordosten des Parks, also rechts oben. Nordosten, rechts oben, alright. Der Eingang ist versteckt, die Besucher wurden immer aufdringlicher, also mussten wir Maßnahmen ergreifen. Pass bitte auf wegen dem Pappmacho da, ne? Aber erstmal... Das Loch noch stopfen. So. Hier ist nichts. Okay, dann müssen wir wohl oder übel an diesem Pappmacho da vor. Uiuiui. Oh, direkt so? Alter. Was geht ab? Oh. Bam. Und hops. Oh. Oh nein, 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 nein. Weg. Ja, er geht immer dahin, wo er erst, was er erst gesehen hat, so. Jetzt geht er dahin. Ja, nice. Und, aua. Boah. Wie der geplatzt ist. War hier noch irgendwas? Ja, dieser Goomba da, aber den müssen wir doch eigentlich easy klatschen können, oder? Warte mal. Was ist, wenn ich das Schild schlage? Kommt er nach vorne? Ich dachte, da kann man irgendwie durch, ohne dass man den fighten muss. Scheiße! Ah, so stimmt's. Alright. Warum läuft's heute so gut mit dem Anordnen? Ich bin voll der King, Kappa. Aber den Hammer. Hammer. Und Bobby schläft wieder. Ja, super. Wir haben nicht mal 5000 Coins. Das ist schon mickrig irgendwie. Aber ja, gut. Ey, die Münze! Hallo! Ach, man. Doch, das muss doch gehen, da rüber zu kommen, oder nicht? Sag nicht nein jetzt.
Warte. Geht nicht. Okay, gut. Dann gehen wir mal dem Rat vom Toad. Waren wir hier drin? Was war das? War das ein Laden oder so? Oder war das ein normales Wohnhaus? Nee, was ist denn das jetzt? Nee, hier waren wir noch nicht. Was ist das? Das hier ist komplett was anderes. Ein Fotostudio. Wie soll man darauf kommen, dass das ein Toad ist? Ja, okay, vielleicht von der Grafik her, weil es ein bisschen schlechter ist. Aber das ist wieder nasty, Nintendo. Nasty. Hier noch einer? Nee, okay. Wie gesagt, in alle Häuser reingucken, wenn man die Toads will. Aber ja, ich bin mir momentan immer noch unschlüssig, ob ich das wirklich machen will mit den 100% mit allen Toads. Denn ich finde, das Game reicht auch so schon. Man muss nicht alles unbedingt sehen. Oh, und das hier sollten wir auch noch abnehmen. Wenn wir schon hier sind. Machen wir mal auf hier. Hier vorne. Schnell hier rein. In den Hinterhof. Geht das? Ist das so? Okay. Passiert hier was? Oder warum wollte der die Schublade hier aufmachen? Tatsache. Warum? Der Shy Guy geht da einfach hin und will die Toads holen. Hier waren einfach drei Stück drin. Ja, nice. Wieder gutes Beispiel. Also ich denke mal, dass ich einfach alle Toads mitnehme, die ich so jetzt finde. Ich denke mal nicht, dass ich jetzt extra drauf geier. Und wenn ich dann am Schluss, kurz vor dem Finale, Bock habe, irgendwie das alles zu backtracken und alles auf Vollständigkeit zu machen, dann mache ich das auf jeden Fall. Aber im Moment bin ich mir noch unschlüssig über die 100%. Ich hoffe, ich habe in der Beschreibung des Let's Plays nicht 100% stehen, weil sonst muss ich es machen. Weil sonst müsste ich das bei jedem einzelnen Part ändern. Aber ja, gut. Erstmal raus aus dem Haus hier. Das Ding ist aber auch, 100% in so einem Game. Das Backtracking kann schon lange dauern, weil du halt nicht so krasse Teleportmöglichkeiten wie zum Beispiel in The Legend of Zelda Breath of the Wild hast. Hier waren wir schon? Warum war ich denn in einem anderen Haus nicht drin? Lol. Okay. Ja gut, dann, aber wie komme ich denn in diesen Hinterhof da? Hä? Ist da hinten noch... Ah, nee, so nicht. Oh nein, weg. Ich will... Leute, ich komme nicht durch das Tor, sind die Binde? Aber ich könnte ja hier durch jetzt, das ist ja frei. Ah, hallo, was geht ab? Tod versteckt? Nee, eine Münze. At least. So, oh, was? Strohhalm. Brauche ich ernsthaft wieder einen Schlüssel dafür? Ja, super. Eine komplizierte Welt in diesem Game hier. Was ist das? Ah, okay. Ein Lageplan. Ah, hier? Ah, guck mal. Nice. Hier muss man durch. Was ist... Okay, weil dieser Stern da oben ist ein Toad. Das war, denke ich mal, mehr als im Dienstzimmer. War das Dienstzimmer das oben rechts, oder? Ich gucke mal auf den Lageplan, ob da irgendwas mit Dienstzimmer angeschrieben ist. Denke mal... Oh. Ein Dojo wieder. Gewinne den begehrten signierten Baseball. Ey, den brauchen wir. Wir brauchen den Baseball. Für die Knochen trocken. Wie kriege ich den? Ey, das ist cool. Wir brauchen diesen Baseball für die Knochen trocken. Damit wir den Schlüssel bekommen, oder was das war. Hier, den, da ist auch ein Schatzmini da oben. Wir müssen zweimal spielen hier, sonst geht das nicht. Was ist das? Expertenmodus. Okay, wir müssen diesen Typen finden. Im Dienstzimmer. Ich guck mal auf den Lageplan, wo das Dienstzimmer sein könnte. Weil diesen Baseball brauchen wir unbedingt. Bitte sag mir, dass das Dienstzimmer irgendwo angeschrieben ist. Das wäre ganz nice. Dienstzimmer. Nein. Fuck. Gucken wir uns mal auf der rechten Seite um, denn uns wird auch gesagt, dass hier oben rechts uns mal noch umschauen sollen. Aber hier waren wir doch schon. Und hier konnten wir nichts machen, wegen... Warum eigentlich nicht? Weil das verschlossen war hier? Ja.
Ja, wir haben keinen Schlüssel dafür, ist halt doof. Oben müssen wir auch gewesen sein, da waren Toten, der Lampe. Okay, ja, hier waren wir schon, hier kommen wir nicht weiter. Da waren wir, glaube ich, auch drin. Ha, ist das das Dienstzimmer? Warte mal, was hast du zu sagen? Hier sind ein paar Leute vom Parkpersonal durchgekommen. Das Dienstzimmer muss also ganz in der Nähe sein. Ja, dann wird das Dienstzimmer das da hinten sein. Aber wie komme ich da rein? Oh, LOL! LOL! Wie dreist! Wie dreist, aber geil. Oh, ein Schatz Mini. Hallo. Eine Bank. Boah, wie... Es wäre halt auch geil für die 100%, wenn man alle Schatz Minis hat. Denke mal. Es ist schwierig. Es ist schwierig. Lasst euch überraschen, was ich mir überlege oder wie ich es mache. So, erstmal Schnipsel auffüllen, damit es wieder glänzt da oben. So, ist hier noch irgendwas? Nee? Nee, okay, gut. Dann erstmal rein da. Bitte sei das Dienstzimmer. Wir brauchen das Personal. Okay, hier ist... Oh, hallo? Das... Halt, wer ist da? Oh, du bist Marie. Tut mir leid, ich dachte, du wärst einer von den Eindringlingen. Ich habe eine höchst verdächtige Gestalt gesehen, die sich hier eingeschlichen hat, als ich noch gefaltet war. Der Typ hat grüne Sachen und eine grüne Mütze getragen. Höchst verdächtige Farben, findest du nicht? Luigi? Sie klingt nach Luigi für mich, aber... Irgendwie auch nicht. Mario, zum Glück bist du da. Das Shogunland wurde von Origami-Truppen überfallen. Das ist so absolut nicht historisch korrekt. Ich meine, fies. Es ist fies. In unserem Dienstzimmer hier findest du alles, was du brauchst, um dich ins Schloss zu schleichen. Ganz besonders den... Was? Der Schlüssel! Er ist weg! Der Schlüssel ist weg! Er ist weg! Geil. Nicht so laut, wir stehen direkt neben euch. Oh, tut mir leid, Kleiner. Der Schlüssel ist eben einfach echt wichtig. Mit diesem Generalschlüssel kann man jede Tür im Schokoland aufschließen. Oh, den brauchen wir sowas von. Jede Tür? Wow. Dann ist das ja quasi der König aller Schlüssel. Den müssen wir finden, egal wie. Auch wenn er verschwunden scheint. Er ist wichtig. Ja, wow. Aber... LOL, Easter Eggs! Metroid und Donkey Kong. Ach so, ziehen. Hey, da ist ja Mario. Willkommen im Shogunland. Oder besser, willkommen im Dienstzimmer des Shogunlands. Hier bewahren wir zwischen den Events die Requisiten auf diese Masken. Da zum Beispiel sammeln schon eine ganze Weile Staub. Probier sie ruhig an oder nehmen sie gleich mit. Mach, wonach immer die ist. Mir zahlt man nicht genug, damit es mich kümmert. Oha, Ehre. Kann ich... Und was bringt das jetzt? Warum probierst du es nicht mal an, Mario? Ist das geil. Was für ein Tier soll das denn sein? Dieses dumpfe Geräusch klingt fast wie Donk Donk. Ich mag den Rhythmus. Da will man gleich einen Kong dazu schreiben. Song meine ich. Oh Mann. Nehmen wir das auch noch mit? Die Goomba-Maske. Die auch noch anprobieren? Oh Gott. Die Farbmachos. Hihi. Als ob sie sich so schlapp lacht davon. Sie sollte wirklich etwas mehr runter, Leute, gehen. Ach komm schon, ich kann bald nicht mehr verlachen. Mario mit dem Kopf eines super gefährlichen Papmacho-Scherling, das sieht zum Schreien aus. Naja, sieht komisch aus, ja, aber nicht zum Schreien, also chill mal. Wahnsinn, Onkel M, du bist ja ein echter Komiker. Das wird sich noch als nützlich erweisen, wenn wir sie einmal so sehr zum Lachen bringen müssen, dass sie fast erknittert. Ah ja, kriege ich auch die Metroid-Maske? Bitte, lass mich die Metroid-Maske nehmen. Ich habe Metroid nie gespielt, aber es sieht sich... Doch, ich habe einen Metroid-Teil auf dem DS gespielt und das so... Oh Gott, das war so Schmutz. Das war so Schmutz, ohne Scheiß. Samus. Das hat man auch nicht alle Tage. Ich glaube, er kämpft gerade gegen jemanden. Das sieht echt... echt spacing aus. Ich dachte gerade, der hat einen Schreibfehler da. Ich dachte, das soll spaßig heißen. Feuert er mit seinen Händen Beams ab?
Das würde ich gerne mal am Samstag im Park versuchen. Samstag, du meinst am Samstag. Ich check's. Okay, kann ich... Ich will gern... Kann ich irgendwie da hoch? Warte mal. Nein. Also ich kann nicht da hoch. Ja, okay, dann nicht. Ist hier noch was? Aha. Dankeschön. Und hier haben wir... lol. Daneben. Viel Glück beim nächsten Mal. Ah, Mario, hallo. Ich leite das Wurfstein-Dojo. Das ist unsere beliebteste Attraktion. Normalerweise habe ich so viel zu tun. Aber heute kam kein einziger Besucher, also habe ich die Gelegenheit genutzt, um einmal meine Augen auszuruhen. Jetzt sollte ich wohl besser zum Wurfstein-Dojo zurück. Kommt doch mal vorbei und seht es euch an. Oh ja. Werden wir auf jeden Fall tun, denn wir brauchen den Baseball, den es da gibt. Für die Knochen-Trunks. Ich habe gerade nicht gelesen, was er gesagt hat. Scheiße. mehr ist hier nicht, oder? Nee. Na gut. Wo sehe ich diese Masken jetzt und was bringen mir die? Ein Schweif. Nee. Wo sehe ich das denn? Ist das was Wichtiges? Ah, guck mal. Ah. Also auch Trading-Items eventuell? Was ich mir aber nicht vorstellen könnte, wo man die denn traden sollte. Oder zieht Mario dies irgendwie automatisch an? Okay, wie habe ich diese Tür hier vorher nicht gesehen? Like what? Hallo, mach auf. Wie habe ich die Tür vorher nicht gesehen? Die war ja sowas von obvious. Ha. Huh. Aber wir haben noch keinen Schlüssel. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal zum Dojo.